Vloggerlogic am Donnerstag, der Donnerstag, der Tag, an dem der Stammtisch stattfindet. Ich bin der zutiefst jetzt hier. Hi, hi. So, grüßt euch erstmal. Du fühlst dich einsam und leer, mein Freund. Erwachet. Du fragst dich, wie es dazu kam. Wie lief denn es bei mir? Also ich meine, gerade wenn du so irgendwie anfängst, dein Computerzeug zu machen, ich bin ja erste Stunde eigentlich Novell-Netware, ne? Damals, oh, Novell-Netware, ich kenne Amiga, gib mal das Novelle-Netware, gib mir mal hier das Handbuch mit Nachwasch Novell-Admin, Novell 286, das hat ja bei mir angefangen. Und dementsprechend musste man dann halt irgendwann mal sagen, okay, was macht man jetzt? Wo kommt Netzwerk her? Windows für Workgroups war irgendwie komisch. Habe schon gemerkt, dass dieses Windows NT sehr einfach war und eigentlich gereicht hat für kleine Firmen. Auf der anderen Seite war dieses Novell, was halt irgendwie total überladen war mit Scripting und Zeug, das konnte viel mehr als Microsoft heute kann, konnte es damals schon, aber es ist halt einfach weg. Also wenn du damals schon auf Novell gesetzt hast, warst du alleine gewesen. Erwachet. Dann natürlich so eine Geschichte, ich war ja lange Zeit, hat das funktioniert, eine gewisse Treue zu haben. Treue zur Ehefrau. Ehefrau weg, bist du einsam. Erwachet. Ja. Naja, deswegen, also Distributoren, war ja Max Data damals, Computer 2000, Tech Data, Boardman. Und es hat natürlich auch einen gewissen Vorteil, eine gewisse Vertrautheit, eine gewisse Zuverlässigkeit. Problem war halt einfach nur, naja gut, Computer 2000, Tech Data hat für mich immer gut funktioniert. Irgendwas einfach keinen Spaß mehr gemacht. Jetzt bin ich mal woanders. War nicht schlecht. Max Data war weg, war ich nie wirklich zufrieden. Wardman, ja, mein Workstation-Ansprechpartner war super. Die Server wären grundsätzlich als Intel-Server super gewesen. Da haben mir die Vertriebler nicht getaugt. Auch der Service war nicht das, was ich unbedingt wollte. Also haben wir es dann irgendwann mal gelassen. Erwachet. Was machst du dann? Jetzt haben wir Thomas Grenn. Da sind wir zufrieden. Na, also auch da geht mal eine Netzwerkkarte kaputt oder ist mal was zu klären und läuft nicht perfekt. Aber da habe ich jetzt schon gemerkt, also dass sie da echt mordsmäßig hinterher sind und da auch Lösungen bringen. Also das war wirklich, ohne dass ich mich da jetzt irgendwie aufgespielt habe. Also von der Seite her, wenn du halt nur einen hast, hast du keinen mehr, stehst du blöd da. Also wenn der halt von heute auf morgen nicht mehr funktioniert oder gekauft wird, das ist halt nicht mehr alles, wie es war. Es war so eine Zeit, da waren die alten Werte und alles war immer gleich, aber das ist irgendwie rum. Und wenn das rum ist, dann stehst du da und musst neu gucken. Meine Bank hat nach 40 Jahren nicht mehr funktioniert. Das ist eine ganz große Katastrophe. Die haben mich mehrfach lahmgelegt. Und ich musste da wirklich ganz gewaltig reingrätschen, musste sagen, hier geht nichts mehr. Ne? Also das hatte ich halt nur noch eine Bank gehabt, privat und geschäftlich. Die funktioniert nicht, ich stehe blöd da. Erwachet. Natürlich kannst du dir diese, also es wäre vielleicht schon damals, ne, ich will kein Fazit ziehen irgendwo. Speziallösungen. Speziallösungen waren damals sowas gewesen, wie halt eben zum Beispiel Script Logic, Desktop Authority, war ich super happy, habe ich gutes Geld verdient, tollen Job gemacht, für einen minimalen Kreis von Kunden, die dafür auch sehr, sehr viel Geld bezahlt haben, extrem gutes Geklicke für Login-Skripte. Hat sogar eine Sendung drüber gemacht damals mit dem René und der hat noch so ein Patch-Management. Und als ich das ausgerollt hatte bei drei Kunden oder angefangen zu evaluieren, sagte mir so, ja, lass mal bleiben, wir sind gerade von Dell gekauft worden oder von Quest später. Die haben was Eigenes, das fliegt raus. Und dann stand ich blöd da. Stand blöd da. Erwachet. Dasselbe Ding in grün mit Microsoft-Produkten. Also wenn ich mal überlege, wenn du irgendwie einen ISA-Server mal im Einsatz hattest, weil du kein Firewall konntest, standst du irgendwann mal alleine da mit dem Kunden und sagst, also, wie geht's denn jetzt weiter? Wenn du ein SharePoint Foundation hattest, wurde eingestellt, stehst irgendwann mal blöd da und alleine und keiner hilft dir und du kannst sehen, wie du damit klarkommst im Endeffekt. Sophos, wie viel, 20 Jahre jetzt reingesteckt, das langt nicht, ne? Das ist ein paar 20 Jahre reingesteckt und seit der Version 3 bin ich dabei, sogar noch 2 emigriert und jetzt stehe ich im Prinzip da und krieg meine Provision gekürzt, werde zu komischen Schulungen genötigt, dass ich meine Prozente kriege, muss ich dann Antivirus-Software verkaufen, sonst kriege ich meine Provision nicht. Ja, will ich funktionieren an der Stelle nicht. Ne? Ja, blöd gelaufen. Also, erwachet. Ja? Oder wenn du irgendwie dein Leben da reingesteckt hast, wie toll man so eine Antivirenkonsole konfigurieren kann. Ne?
die vielleicht eine dumme osteuropäischen Quellabstammung hat, dann stehst du dumm da und da hilft dir keiner. Da kannst du wieder ein bisschen, was du da reingemacht hast, ja, da ist auch keiner, mit dem du irgendwie unterhalten kannst, weil wenn, dann kannst du dich ja nur mit Microsoft oder mit Sophos oder mit Kaspersky unterhalten. Die wollen sich aber mit denen unterhalten. Du bist alleine. Erwachet. Wenn du jetzt natürlich dann noch so Augenwischprodukte gesetzt hast, wo ich auch schon mal reingelaufen bin, nur minimal. Also die zwei schlimmsten Augenwischprodukte, wo ich gesagt habe, ja, das ist sehr, sehr komfortabel da und das ist sehr gemütlich an den Stellen, dann muss ich sagen, das war so Kerio. Das hat ein Kunde angeschleppt. Da kriegst du halt wirklich einen top funktionierenden Mail-Server erstmal hingestellt. Wenn der dann allerdings nicht mehr funktioniert, dann stehst du da relativ allein da. Und warum stehst du allein da? Weil Kerio mit seinen ganzen Firewalls und Telefonanlagen dann irgendwann mal an GFI verkauft wurde und die sich mit denen unterhalten wollte. Du standst alleine da. Erwachet. Ne? Der arme Vertriebler damals, weiß gar nicht mehr, wie die hießen, Brainstorm oder sowas, die wollten uns einen Extra-Support verkaufen. Ich gesagt habe, nee, mal von Moment mal, das klärt ihr mal mit denen, weil wir haben den Support, der da in, ne, da steht Brainwork drauf und nicht Kerio. Du klärst das mal schön mit Kerio und wir machen das miteinander, ne? Oder gibst du das Geld für den Support zurück? Also da muss man auch mal ein bisschen Druck machen an der Stelle. Das war schwierig. Das ist also ganz blöde Ecke, weil du kannst dich im Endeffekt nur noch mit denen unterhalten. Noch schlimmer war es dann gewesen mit macOS, weil macOS dann im Endeffekt mit 10.6 noch eine Mega-Server-Edition hatte. Die könnten wir mal nochmal installieren bei Gelegenheit. Mal gucken, was die wirklich konnte. Ich hatte noch hinten. Da kostet die noch Geld, dann ist die irgendwie in der nächsten Version so als App irgendwie reingewandert. Und die haben immer mehr Zeug rausgenommen. Und als damals Apple mir einen Job angeboten hatte, da ging es wieder darum, irgendwie iPads zu beraten im Hinterzimmer. Ich sagte, naja, macOS-Server, kommt da noch was? Nee, kann ich mich in USA entwickeln? Nö, ist das, was will ich für ein Geld? Das ist ja kein schönes Leben. Hier habe ich einen tollen Hund, ne, wenigstens. Also das war auch nicht geil gewesen. Und heutzutage noch so ein typisches Beispiel, Komfortzone Synology. Na, lieber, wenn dir da dann BetterFS um die Ohren fliegt und dein Nextcloud nicht startet, stehst du ziemlich alleine da und keiner hilft dir. Erwachet. Augenwischerei, Hardware und Krawatte. Also ich finde ja so Feldwald- und Wiesen-Admins, wie ich es nenne, ne? Immer schön am Wald bleiben, sag ich nur, Kollege nach Offenburg, ne? Die das total geil finden, dem Kunden alle 3 Jahre ein neues Blech hinzustellen und sagen, hier Kunde, schaut, denn hier ist das neue Blech. Okay, das Blech ist jetzt nicht ganz so neu. Hier ist ein neues Blech und es kam in einer Schönheit dahingereicht mit einem 5-Jahres-On-Premise-Support, dass dann eine Firma diese On-Premise dann irgendwie kommt oder nicht und trotzdem dann den ganzen Daten wechseln. Also wenn der irgendwie 4 Stunden später kommt, dann irgendwie ein Techniker und dann kommt irgendwie noch der Typ, der dir immer hilft. Wenn du jetzt ein Laufen kriegen, muss dann Backups zurückspielen oder steckt einen falschen RAID-Controller rein. Und 3 Tage später geht alles. Da bin ich immer der Fraktion ZFS, dort 2 Server, auf beiden haben alle Kopien. Kannst sofort weiterarbeiten, schmier dir dann eine komische Fortgarantie in die Haare. Wenn der nicht kommt, was willst du machen? Na? Du musst deinem Kunden helfen, der hat dich an der Krawatte. Na? Und wenn dein Wortmann, Terra, Thomas Krenn von mir aus auch, nennen sie wie sie wollen, ist egal wer jetzt, es sind ja Menschen dahinter, wenn der jetzt an dem Tag nicht funktioniert, bist du der Blöde, der deinem Kunden erklären muss, wie es geht. Deswegen sieh zu, dass du genug Hardware vor Ort hast, die du mit genügend freier Software bespielst, wo du keine Fragen musst, dass du sie benutzen darfst, dass du am Ende nicht der Blöde bist, der da hier ne, im Arsch ist am Ende. Also das ist, also aufpassen. Und die Allerschlimmsten sind die da mit der Krawatte kommen, damit zum Extrakosten sind. So, nichts können, aber irgendwie dann beim großen IT-Dienstleister deutschlandweit arbeiten, nie was wirklich Gescheites gemacht und dann irgendwie von Stadt zu Stadt huren und sich da aufnutten mit Krawatte und den Leuten irgendeinen Scheiß erzählen und denen quasi hier mehr oder weniger was zwischen die Beine zu schmeißen. Also das ist, habe ich schon oft genug gehört an der Stelle, ja. Gräse sagt, am schönsten finde ich immer noch Hersteller in cloudabhängige Hardware, die nur funktioniert, solange die Cloud da ist, du das Abo bezahlst. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Da stehst du dann ganz alleine, wenn dann so Place for Sure war ein Streaming-Dienst von Microsoft, ne? Wurde hier mit DRM und so weiter. Place for Sure, da
bläht heute nichts mehr vor Schuhe, sagst du, da bläht nichts mehr heute. Also das ist irgendwie auch nicht wirklich geil. Krawatte, Warnkennzeichen, notorische Hardware-Tauscher. Ja klar, wenn du Arschloch nicht auf deine... Entschuldigung. Wenn du nicht auf deine Festplatten gucken kannst, wie es denen geht, weil du nichts unterscheiden kannst, außer ob das Ding piept oder nie piept und irgendwas nachschieben kannst, wenn es deine schöpferische Leistung ist. Natürlich musst du eine Krawatte tragen, dass das nie auffällt im Endeffekt. Ne? Und denen immer wieder neue Platten dahinstellen. Also das ist eine ganz armselige Geschichte. Und wenn du auch nichts kannst, außer Telefonanlagen konfigurieren, muss ich dir leider sagen, heute ist die Zeit von Voice over IP, heute ist die Zeit von Firewalls, von Source NAT, von Destination NAT, von Packet-Filtern und von den beklopptesten, was Firewalling mit sich bringt. Du kannst das nicht. Du kannst das nicht. Lass es. Du willst Telefon machen? Mach was anderes. Geh zur Caritas. Fahr Essen aus oder irgendwas, ja? Oder kümmere dich um deine Mutter oder irgendwas, aber mach kein Telefon. Ne? Und wenn du glaubst, dass es total geil ist, sich bei Headset den 50.000. selbst gehosteten Server irgendwie zu mieten, du zu blöd bist, den abzudaten, zu blöd bist, irgendwie mal zu dokumentieren, was da drauf läuft, welcher Kunde da läuft und irgendwie, was das Ding eigentlich soll und du im Endeffekt alles riskierst und dein Kunde überhaupt nicht weiß, was du da tust und dass das seine ganzen Mails da drauf sind und seine Außenwirkung, seine Reputation, die du da riskierst im Endeffekt, das finde ich einfach wirklich armselig, wie sich manche Kunden durch den Anblick einer Krawatte freikaufen und glauben, dass du das kannst. Also wenn du einen hast, der Webseiten macht und der sagt, er kann auch Server, er lügt. Schönes Beispiel sind die Mamfos E-Bikes, die Insolvenz angemeldet, ohne Cloud kannst du sie nicht Fahrsperre lösen. Ja, auch hier diese Traktoren von John Deere, die irgendwie in der Ukraine oder in Russland nicht mehr fahren, das ist richtig geil. Ja gut, bleibt mal dabei. Ne? Und dann natürlich die Flucht in die Cloud. Das heißt, du degradierst dich zum Vertriebler, kriegst dafür 10%, was natürlich, also die wollen dir um Microsoft höret erwachet. Microsoft, Adobe und Google. Microsoft, Adobe und Google wollen, dass du den Rest deines Lebens für dieses einmalige Geschäft, wo du deine Kunden verraten hast, immer diese Prozente kriegst, deren sei 10. Die wollen sogar, dass du 50% kriegst. Na, das wollen die unbedingt haben. Und es wird immer so sein, dass du die Kohle kriegst von denen. Na, das ist super, freust dich drauf. Ne? So. Also auch sehr, sehr geil. Und für 10% darfst du dich dann rechtfertigen. Du bist immer schuld, wenn irgendwas nicht geht. Internet so langsam, du bist schuld. Login geht nicht, du bist schuld. Ukraine-Krieg, Corona, du bist schuld. Der Hunderter-Durchfall, du bist schuld. Für 10%. Für 10%? Ey, fickt euch, Entschuldigung. Nix. Also, das Problem, warum du alleine bist, ist vielleicht einfach deine falsche Selbstüberschätzung. Weil du gar keinen Vergleich hast, wo du stehst. Weil wenn du mal in so Foren guckst wie administrator.de und da drin steht, dass der SysOp nichts kann, weil der an keinem Technologiehochstandort ist, finde ich mal ein absolutes Highlight, also geht gar nicht besser, nur dumme Kommentare erntest und sich alle als die geilsten finden, weil ihre Alte das zu Hause denen nie sagt. Vermutlich auch noch nie gesagt hat. Vielleicht einmal gesagt hat, hey, finde ich ganz gut, lass uns heiraten, ich bin schwanger. Aber die sich total geil finden, nichts Konstruktives rumkommt, sondern nur, was soll denn das, was willst du ab mit dem Scheiß, ne? Das muss der goldene ECC-Speicher sein, der gepriesen ist vom heiligen Sankt Fujitsu und wie sie alle heißen, nur dann kann das alles funktionieren, noch nie irgendwie einen Vergleich gemacht oder irgendwas, weil sie schon immer dieselbe Scheiße einsetzen, ist ja völlig in Ordnung. Haben auch mal Diskussion gehabt, ja, der Fujitsu-Server, die haben da alles aufeinander abgestimmt und das alles passt alles gut zusammen. Ich habe gesagt, ja, also ich kaufe aktuell Intel-Server, da ist die Board von Intel, da ist die CPU von Intel, da ist die SSD von Intel und der Controller ist von Intel und ja, vielleicht wissen die ja auch, wie das funktioniert, könnte ja sein. Ne? Und wirklich da auch noch dann diese latente Panik vor Konkurrenz, dass den von diesen 5 Kunden, die eh den ganzen irgendwie, die irgendwo, also dass du Angst hast, den Kunden verlierst an jemand anderes, der vielleicht sich noch geiler findet oder halt gerade einen besseren Tag hatte, der du irgendwie Scheiße gebaut hast. Also ich hatte mal meine ganzen Lizenzen von Trend Micro in so einem Portal und ein Kunde hat
gekündigt und dann hat er sich das umschreiben lassen, also wollte ich die Lizenz umschreiben lassen. Und da haben die dem anderen Händler mein komplettes Kundenportal dem anderen Händler gegeben. Ja, ich sage, gucken. Also, Herr Zengel hat hier 20 Kunden, einer ist unzufrieden, mal gucken, wie es mit den anderen 19 ist und so Zeug. Ne? Eieiei, ganz große Katastrophe. Also, wie gesagt, du findest hier, klar, du hast da vielleicht nette Kollegen von früher, und wir reden jetzt immer noch nur von Selbstständigen, aber vielleicht trifft es auch einen Angestellten und du hast vielleicht den einen oder anderen Kollegen. Ich habe auch ganz nette Kollegen, wir haben es auseinandergelebt. Es gibt so Kollegen, die machen gutes Microsoft-Zeug, der Schriftfunk und ein RZ-Hosting ist nicht meine Welt. Also kann ich mich mit dem jetzt auch irgendwann mal nicht mehr abgleichen und unterhalten. Das läuft auseinander, man entwickelt sich ja auseinander. Stehe ich da, bin ich alleine. Machst du was mit deinem Bruder? Ja, dreht am Rad, will in den Osten gehen. Bist du alleine. Ne? Also es ist halt alles ein bisschen schwierig und ruckzuck, egal was du dann machst, bist du alleine. Und wenn du dann irgendwie Kontakt suchst in einem Forum oder sowas, in meisten Fällen, wärst du dann lieber gerne alleine, weil das, was da an Schwanzluschen und geistigem Schmeckma da unterwegs ist, das ist nicht mehr feierlich. Und ja, Fact um ist, jetzt machen wir es mal ganz kurz, die wahrscheinlichste Erklärung, dass du alleine bist, du bist ein Arschloch. Wäre auch eine rationelle Erklärung, könnte auch funktionieren. Das ist das Problem und das ist hier anders. Ich hatte den Sack in der Hose zu sagen, hier pass mal auf, wir haben Corona, ich mache hier schon eine ganze Weile was, da habe ich mir sehr, sehr viel Hilfe zusammenprostituiert von Kollegen, also die simpelsten Skriptänderungen musste ich mir Hilfe holen und habe da oft um Hilfe gefragt, bin ich dann punktbar, ich musste mich bei Univention, bei Copano, bei Sophos, was weiß ich wo, bei Proxmox, fragen, betteln, bin ich dann punktbar, wo alles gut aussah und für mich gut funktioniert hatte, Check im Car und so weiter. Hatte ein gutes Paket, hatte den Sack in der Hose zu sagen, hey, ich habe keine Angst davor, wenn auch Leute hier lokal ZFS können, weil ich kann das ja viel besser. Ich habe hier einen coolen Workflow, den zeige ich doch jetzt mal den Leuten. Lass uns mal drüber reden. Es hätten zwei Dinge passieren können, die hätten sagen können, Leute so, sag mal, ja, machst du das, okay. Und dafür nimmst du, okay, Geld, ja, mach mal. Nein, es war sehr positiv. Die Leute haben oft geschmunzelt, weil ich Dinge nicht wusste, da wurde mir geholfen. Ich habe ganz, ganz viel Wissen bekommen, ich habe ganz, ganz viel Gleichgesinnte bekommen, ich habe so ein bisschen Talent, die Leute zu unterhalten, die habe ich jetzt hier eingefangen, angefangen mit 1200, jetzt haben wir unsere Zuschauerzahl verdreifacht, also in jedem Jahr nochmal das Gleiche jetzt nochmal dazu. Wir haben mittlerweile, ich habe 400 Leute geschult, wir haben 250 Leute oder mehr, 260 Leute im Dauerchat. Mit, ich müsste nochmal nachgucken, das letzte Mal waren es so um die 130.000 Nachrichten, also ich denke zum Beispiel über die 150.000, ist auch ein bisschen ruhiger geworden, Corona hat ja nachgelassen, Leute sind wieder im Alltag und jeder, der da Stress hat, dem wird immer geholfen. Ich habe noch nicht einmal einen dummen Kommentar gesehen, also wirklich dummen Kommentar, dass jemand angegriffen wurde, wenn jemand Hilfe gebraucht hat, dass der am Ende keine Hilfe bekommen hätte, sie haben immer Hilfe bekommen und das fand ich wirklich super erwachend. So geht es nämlich im Endeffekt. Und wenn du offen bist und auch mal dich versuchst zu orientieren mit anderen Leuten und sagen, hier, guck mal, ich habe das hier. Wo stehe ich denn hier? Ist das geil? Ist das nicht geil? Wie mache ich es geiler? Und dann kommen auch andere und sagen, also das beste Beispiel ist so, ich war jetzt nur einmal auf dem Chaos Communication Congress gewesen. Ich glaube, es war 30 C3 oder sowas in Berlin, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und da war ich einfach eingegangen und so alle so, dann gehst du nochmal hin, sagst mal, pass mal auf, was machst denn du da? Frag doch mal jemanden, was machst denn du da? Wenn du jemanden fragst, was er da macht, dann bist du nicht mehr alleine. Ne? Und dann wird er dich auch fragen, was machst denn du da? Und dann redet man miteinander, dann lernt man sich kennen, hilft. Aber nicht so dieses, wie ich das früher auch falsch gemacht habe, ja, das mit dem Apfel komisch, ach und der Pinguin sieht so schwul, kann man das heute sagen, der Pinguin sieht so schwul aus. Ah, schwuler Pinguin, ja, nichts gegen, also ne, ich habe genügend schwule Freunde. Was sagt er dieses? Es war damals 90er, es war das Schimpfwort schwul. Was will ich mit dem schwulen Pinguin? Da funktioniert nichts, sonst installierst du, da kannst du nichts machen und da läuft auch kein Outlook drauf. Und ja, da gab es dann den Tag damals irgendwie, das war so zu Windows Vista Zeit, wo mir das gerade rausgekommen ist, einen dicken PC gekauft habe, eine Workstation, die war echt teuer.
Und das lief wieder hingeschissen. Und dann bin ich hergegangen und habe gesagt, okay, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Das ist hier so ein iPhone, so ein gehacktes Grad, ne? So ein iPhone. Und da läuft irgendwie BSD drauf. Das ist ein FreeNAS. Da läuft BSD drauf. Da habe ich so einen Receiver. Da läuft Linux drauf. Dann habe ich hier so ein komisches Intel SS4200 EHW NAS. Da läuft Linux drauf. Also irgendwie, VMware hat man damals schon gehabt. Läuft irgendwie Linux drauf. Also irgendwie Windows ist hier irgendwie nicht mehr so präsent und irgendwie ist das jetzt da. Und musste mir dann halt auch immer die Artgenossen suchen. Und das Problem ist, dass gerade so auch so diese Linux-Leute, vielleicht war das das Problem früher, dass die so ein bisschen komisch waren. Also die Linux-Leute, die waren immer so, die konnten was, aber die haben das nicht zu Papier gebracht. Weißt du, so Leute, die irgendwie was können, aber nichts fertig machen. Also wenn das langweilig war, was Neues dran. Das lobt schon hier in der Umgebung. Also jeder bleibt an seinem Thema dran und bringt sich ein oder hält sich und lässt andere Meinungen gelten. Und das gefällt mir extrem gut. Also man muss schon aufpassen, dass man nicht bei diesen Leuten landet, die halt irgendwo in ihren Details komplett versinken und nichts fertig kriegen und auch sonst ihr Leben auf die Kette kriegen. Aber offene Leute, die gute Lösungen bauen und gerne darüber reden, die ziehe ich hier an. Das steht und fällt mit mir hier, das ist mir klar. Und ich werde auch gucken, dass ich es nicht übertreiben, bei keinem komplett verscheißen, keinem übers Maul fahre. Ich bin auf Krawall gerne mal, das weiß ich, aber ich habe euch alle lieb, glaubt mir. Und ich meine es nur gut mit euch. Und ich versuche das jetzt hier, bis in die Rente gehe, Minimum, zusammenzuhalten. Weil das, was wir hier haben, das gab es noch nie. Und das wird es vermutlich auch nie wieder geben. Deswegen, ja, klar, ich habe gern Mitstreiter. Wer hier moderieren will von den Kollegen regelmäßig, bitte macht das. Ich habe schon mal gesagt, wenn ihr Botschaften habt, es könnte hier auf dem Kanal auch andere Sendeformate geben auf Susops TV. Ich habe nichts dagegen. Also sprecht mich mal an dazu. Das Hauptproblem sieht der Markus Hess darin, dass alle Systemhäuser denselben Scheiß anbieten, vor allem bei Windows Server, Sophos. Leute sind geschult und schauen nicht über den Tellerrand. Und dann ist Sophos weg. Dann ist Microsoft verkauft an deinen Kunden direkt. Und bei VMware und Veeam blickt keiner durch. Und wenn du 4 Server-Lizenzen möchtest, bist du der Dumme, weil du nur die Zertifizierung für 3 hast. Erwachet. Na? So. Also, lassen wir es mal dabei. Leute, fresst es nicht hinein. Geht mal in euch und schreit mal ganz laut 3-mal Arschloch. Vorher nicht die 1-0 wählen. Na? Macht das mal. Geht in euch. Seht euch nicht in der Opferrolle. Seht euch nicht in der Opferrolle. Erwachet. meet.susops.de/Stammtisch. Ich freue mich auf euch. Schönen Abend. Macht's schön. Gut.